Ja, wie kann der Tag besser anfangen? Heute ist Samstag. Wir haben gerade entspannt gefrühstückt und ein paar Fotos gemacht und dann passiert das hier. Ein Loch, beziehungsweise ein Nagel im Reifen. Ich werde nicht mehr. Das hatten wir den Fall letztes Jahr schon mit Michi. Und ja. Jetzt müssen wir den Reifen nochmal kurz flicken. Und das sollte eigentlich kein Akt werden. Mal gucken, ob es auch diesmal wieder so gut klappt wie beim letzten Mal. Heute. Ich glaube, du musst näher rangetan. What the fuck? Ah, Alter, aber was für einer? Was für ein rostiges Ding. Krass. So, wir haben es geschafft. Der Propfen ist jetzt drin. Es hat jetzt gefühlt gar nicht mal so lange gedauert. Und genau, wir konnten jetzt sogar mit einer Fahrradpumpe, haben wir es geschafft, den Reifen wieder aufzublasen. Machen jetzt einen kurzen Testfahrt, ob das auch so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und ich hoffe mal, dass es hält. Und dann können die nächsten drei Tage auch entspannt weitergehen. Und ja, jetzt habe ich das zweite Mal erlebt, wie man Reifen pflegt. Einmal am fremden Bike, einmal am eigenen Bike. Ich glaube, jetzt bin ich geschult und freue mich schon auf den nächsten Platten. So, ein paar Pausen, tausende Kurven später haben wir es geschafft. Nicht nur wir drei, die Mädels sind da auch irgendwo hinten, machen gerade ihre eigenen Fotostops. Und, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, wie heißt der Luca Mavia Pass? Na doch. Maniva, Mavia, Maniva, wie die manieren. Maniva Pass, erzwungen, sau geil hier oben. Ihr seht, hier ist noch Schnee. Die Hardcore-Enduro-Fahrer haben natürlich ein super matschiges Bike. Genau, hier hinten zum Beispiel, das sieht man jetzt natürlich nicht auf dem Video, da kommt eine Schotterstraße, die ich mit meinem Papa 2018 mal gefahren bin. Die kommt vom Itrosee hier quer rüber. Müsst ihr mal gucken, gibt es ein Video. Ja, und jetzt genießen wir noch kurz die Sonne hier oben.
machen noch ein paar Fotos und dann geht's auch wieder zurück. Schnee. Geht's auch wieder zurück im Schnee Richtung Gardasee. Und dann kommen noch zwei geile Abenteuer morgen und übermorgen. Ich glaube, uns geht's gut. Und wir fahren es dann noch weiter. So, wir haben es geschafft, wir sind auf dem Heimweg wieder von unserer heutigen Tagestour und wurden nochmal überrascht von, von diesem traumhaften Panorama. Und wir fahren jetzt zurück nach Gargnano, wie ich festgestellt habe, dass das heißt, nicht Gargnano. Wunderschöner Tourtag auf jeden Fall. Wunderschöner Tag, viele Kurven, kann man nicht viel mehr dazu sagen. Das heißt, das war's, glaube ich, soweit von dieser Tagestour. Kommt vielleicht noch ein, zwei Videos. Bin sprachlos.